Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute die 10 größten Wasserrutschen-Fails. Ja, wir kennen es alle. An einem warmen Sommertag sehnen wir uns nach nichts mehr als nach einer kühlen und erfrischenden Wasserrutsche. Wir alle gehen öfters in Schwimmbäder oder Wasserparks, in denen wir diese tollen Rutschen genießen können. Aber dabei kann natürlich auch ganz viel schief gehen und das sehen wir in den folgenden 10 Fällen. Ja, Fall Nummer 1. Hier sehen wir eine nicht ganz vollendet geglückte Aktion einer Wasserrutsche. Das Ganze natürlich in einem privaten Bereich. Unglaublich lustig, wenn man dann erhofft, gleich ins kühle Nass fallen zu dürfen, aber dann doch auf den harten Boden der Realität zu landen. Rutschfehl Nummer 2. Und das ist ein besonders harter, denn man kann in diesem Video nicht erkennen, ob es dem Menschen darin gut geht. Wir gehen aber trotzdem mal von diesem Fall aus, dass er es gut überstanden hat. Dann ist hier das natürlich ein richtig krasser Rutschen-Fail, denn wir sehen hier, dass er mit einer Explosionsgeschwindigkeit quasi aus der Rutsche gedrückt wird. Das Ganze sieht sehr, sehr schmerzhaft aus und wir hoffen natürlich, dass dahinter ein ordentlicher Busch war, um das Ganze aufzufangen. Das ist auf jeden Fall Fail Nummer 2. Kommen wir nun zum Fail Nummer 3. Wir sehen hier einen Jungen, der am Ende einer Rutsche wartet, um sich entweder umgrätschen zu lassen oder weil er vielleicht irgendwas anderes dachte, was er da Tolles probieren wollte. Wir denken natürlich erst, das ist der Fall, trotzdem sieht es nach einem sehr, sehr schönen Fail aus. Falls geplant war, sieht es auf jeden Fall super spektakulär aus und wir alle kennen, glaube ich, das Gefühl auf der Wasserrutsche, wenn hinter uns schon die ersten Geräusche zu hören sind und wir hoffen, dass wir noch rechtzeitig unten ankommen. Und damit schließen wir auch gleich zu Rutschenfail Nummer 4 auf. Wir sehen hier zwei Damen, die in der Rutsche nicht vorankommen. Aber das wäre noch halb so schlimm, wenn da nicht das passiert, was wir eben schon beschrieben haben. Von hinten kommt jemand angedüst und du willst einfach nur noch so schnell wie möglich weg von diesem Ort und hoffst, dass du noch Fahrt gewinnen kannst. Jeder kennt es, jeder kennt diese Situation in Rutschen und keiner hat Bock darauf. Fail Nummer 5. Hier sehen wir den Aufstieg einer Rutsche und eine Dame mittleren Alters, welche mit Kindern dort hochsteigt. Und dann passiert das, was, glaube ich, niemand gehofft hatte. Sie rutscht aus und reißt alle Kinder mit ins kühle Nass. Rutschen-Fail oder Win Nummer 6. Wir sehen hier das Ende von zwei Wasserrutschen. Und in der rechten Wasserrutsche rutschten zwei Leute hintereinander. Und der amüsierte Mann schafft es, aus diesem Fail am Ende noch einen Win zu machen, indem er auf der Rutschenbahn Nummer 2 ganz easy gegen Ende des Zauns gleitet. Rutschenfail Nummer 7 und ein Fail der ganz besonderen Art. Du willst mit deinem Kind auf die Rutsche und willst es vorschicken. Jetzt willst du nur, dass deinem Kind nichts passiert und konzentrierst dich ganz auf es. Und dann? Es ist schon passiert, du bist selbst im kühlen Nass und rutschst runter. Rutschenfail Nummer 8. Ja, der tierische Fail darf nicht fehlen. Hier sehen wir einen Hund, der das Ganze aber auch optisch ein bisschen zu einem Win macht, denn er freut sich hier auch optisch sehr auf diese Erfrischung. Rutschenfail Nummer 9. Ein Kind rutscht alleine, die Mutter will es auffangen und es landet, naja, mitten im Gesicht. Trotzdem sieht es so aus, als hätte die Mutter sich nichts getan, deswegen ein Rutschenfail, der nochmal gut ausgegangen ist. Und damit kommen wir zu unserem letzten Rutschenfail für heute. Rutschenfail Nummer 10. Der betrunkene Jugendliche, der versucht im Stehen zu rutschen, doch jede Rutsche kriegt dich am Ende auf den Popo. Und auch so passiert es hier. Am Ende rutscht er aus und dann tut es wahrscheinlich etwas weh, doch dann folgt die Erfrischung im kühlen Nass. Ja, ich hoffe, euch haben diese Rutschen-Fails gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, was war euer persönliches Highlight an dieser Geschichte. Für mich ist es wirklich der Fail Nummer 10, denn er hat versucht, hier wirklich schön im Stehen zu rutschen. Doch am Ende, wie wir schon gesagt haben, holt dich jede Rutsche auf dem Popo, auf dem Boden der Tatsachen zurück. Trotzdem, uns würde mal interessieren, was sind eure Lieblings-Fails hier gewesen? Habt ihr vielleicht sogar noch bessere? Dann postet die Videos vielleicht mal unten rein, beziehungsweise die Links zu den entsprechenden YouTube-Videos auch für die anderen Leute. Ganz interessant.
Ansonsten, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt es auch noch unten rein. Und dann sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.